Eingestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute werde ich euch mal ein riesiges YouTube-Zentrum zeigen. Und ich widme dieses Video einem anderen YouTuber, und zwar Bisu Zimt. Ihr könntet mal seinen Kanal abchecken, ich verlinke ihn auch in der Videobeschreibung. Und nun viel Spaß bei dem Video. So, am Anfang kommt man rein, wenn man diesen Holzknopf drückt. Dann öffnet sich kurz die Tür und schließt sich wieder. Wir gehen mal schnell rein, weil es draußen regnet, und zu. So, dann sind wir hier am Anfang, oha, es leckt, bei einer kleinen Rezeption. Hier sitzen dann zwei Arbeiter und begrüßen die Leute, fragen sie, was sie wollen, und lassen sie dann durch. Hier ist auch schon ein Warnschild, da geht's zum Notausgang. Weiter geht's. Hier ist ein kleiner Zwischenraum, überall wieder mit Fernsehern an der Wand. Und hier ist dann der große Arbeitsbereich. Hier werden die ganzen Videos geschnitten. Hier werden neue Ideen getestet. Hier werden Utensilien bestellt und so weiter. Und natürlich auch wieder eine Menge Fernseher und ein Notausgangsschild. Man kann sich auf die Stühle übrigens raufsetzen. Und dann hat man hier beim Arbeitsplatz so einen Stuhl, einen Computer, einen Drucker und einen Mülleimer. Hier wieder eine große Fernsehwand. Und dann hat man hier auch schon da den Notausgang. Man kann hier rausgehen, aber kommt dann nicht mehr rein. Es ist ja auch nur der Notausgang. Und hier ist ein Utensilienlager. Hier sind ein paar Kisten, ein paar Greenscreens, falls man mal ein Video aufnehmen möchte, wo man einen coolen Hintergrund haben will. Oder falls mein anderer Greenscreen irgendwo kaputt geht. Hier sind auch nochmal Notausgangsschilder und nochmal eine Menge Fernseher. Dann kommen wir als erstes zu meinem YouTube-Büro. Das ist hier. Fernseher, Notausgangsschild, Schreibtisch und ein Stuhl, wo ich mich da drauf setzen kann und dann immer Leute empfangen kann oder arbeiten und was schreiben. Da habe ich hier einen schönen Ausblick aufs Meer, auch wenn es gerade eben regnet. Und hier unten ist dann sozusagen ein Raum, wo ich meine Videos aufnehme. Kühlbox, Drucker, Papierkorb und Computer. Hier noch ein paar kleine Fächer, wo ich vielleicht ein Mikrofon oder so reinlegen kann. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Ganzen. Und zwar zum Büro von Bisu Zimt. Das sieht zwar hier am Anfang noch genau gleich aus wie meins, aber unten sind an der Wand hinten noch Greenscreens, weil er nimmt ja mit Facecam auf und dann kann er hier im Hintergrund schön, keine Ahnung, einen riesigen Sternenhimmel oder sowas einfügen. Auch hier hat er wieder zwei kleine Regale und wir proben jetzt mal einen Feueralarm. Beep, beep, beep. Oh nein, Feuer! Schnell raus hier! Wo geht's lang? Ich bin unerfahren. Notausgang. Ah, schnell raus! Oh nein, es regnet. La, 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 la. Und schon wäre man draußen. Ja, das ist das YouTube-Zentrum, was ich gebaut habe. Ich habe den Furniture-Mod benutzt. Das ist ein Mod, der für die ganzen Tische und Stühle, Drucker und so weiter sorgt. Sonst habe ich nur die normalen Minecraft-Blöcke benutzt. Falls ihr wissen wollt, wie man diese fabelhafte Magic-Tür baut, dann liked doch dieses Video und abonniert meinen Kanal. Dann mache ich das mal in einer Folge Minecraft Redstone. Und nochmal, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Bisu Zimt abonniert. Bis bald.